Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Diese Begrüßung habe ich schon so lange nicht mehr gesagt. Nämlich seit ungefähr 3 Wochen. Das ist für uns eine extrem lange Zeit ohne Video. Sowas hatten wir, glaube ich, noch nie. Außer einmal, aber da hatten wir allgemeine Pause und da lief es eh noch nicht so richtig. Das ist jetzt schon ewig her. Und nach diesen 3 Wochen sind wir jetzt endlich zurück, beziehungsweise bin ich jetzt erstmal endlich zurück, mit einem kleinen Infovideo, was einfach mal die aktuelle Lage so ein bisschen aufklären soll. Und das arbeitet verschiedene Punkte ab, nämlich einmal, warum so lange keine Videos mehr kamen und dann die ganzen zukünftigen Pläne, wie ich das jetzt alles organisieren will, beziehungsweise wie wir das organisieren wollen und dann noch natürlich den kleinen Abschluss. Und dabei geht es durch ganz viele Punkte, durch ganz viele Sachen, die ich einfach loswerden möchte, beziehungsweise die ich euch einfach mitteilen will. Und im Hintergrund seht ihr ein Gameplay von Minecraft Bedwars auf dem gmrd.net Server. Ja, und dann lass uns einfach direkt starten, damit wir hier das auch schön in den 10 Minuten Gameplay durchkriegen alles. Wir fangen direkt mit dem Punkt an, warum so lange keine Videos mehr kamen. Falls ich ab und zu mal so ein bisschen runter gucke hier, da habe ich mir ein kleines Skript geschrieben. Deswegen, das müsst ihr verzeihen, das habe ich ja sonst nie, wenn ich Let's Plays mache. Aber da dachte ich mir, damit ich auch nichts vergesse, packe ich mir so ein paar Pünktchen da drauf, die ich dann einfach benennen kann. So, also fangen wir an. Warum gab es so lange keine Videos mehr? Das letzte Video war Bad Wars Part 201 und das wurde am 11.02. hochgeladen, beziehungsweise veröffentlicht. Das ist jetzt fast einen Monat her. Heute ist zum Zeitpunkt der Aufnahme der 8. März. Nach diesem 11.02. fing eigentlich so alles an, weswegen kein Video mehr kam, logischerweise. Deswegen kam halt auch keins mehr. Das ging los mit der Schule. Die Schule ist eigentlich immer schuld, wenn keine Videos kommen. Das fing an mit der Facharbeit. Wir sind jetzt Tobi und ich sind in der Q1. Das ist die 11. Klasse. Auf dem Gymnasium schreibt man dann eine Facharbeit, damit man einfach dieses wissenschaftliche Arbeiten so ein bisschen übt, was man später an der Uni braucht. Wie gesagt, ich musste eine Facharbeit schreiben, in Physik übrigens, und die musste ich am 29. Februar abgeben. Damit habe ich so ungefähr Anfang Februar angefangen. Erst ging das noch voll klar, aber dann Mitte Februar, also so 11., da war ich schon voll dabei, einfach die Facharbeit zu schreiben, den Versuch durchzuführen, weil ich den in Physik gemacht habe. Und das war schon ziemlich stressig und deswegen hatte ich da einfach überhaupt keine Zeit, Videos zu machen. Und danach, als ich die dann am 29. abgegeben habe, war nicht Schluss, denn dann kam die Klausurphase bei uns. Das heißt, die Phase, in der man die ganzen Klausuren in den Fächern schreibt, zum Beispiel die beiden Leistungskurse wurden da geschrieben, ist jetzt natürlich so eine Sache, ob man dann lieber Videos macht oder halt für seinen LK lernt, um dann halt später, wie gesagt, ein gutes Abi zu machen. Eine LK-Arbeit musste ich nicht schreiben, die in Physik, weil ich habe Physik-LK und da habe ich die Facharbeit geschrieben, die ersetzt eine Klausur. Das war ganz entspannt, aber mir blieb halt keine Zeit, Videos zu machen, weil auch noch die ganzen anderen Klausuren in den Nebenfächern anstanden. Und deswegen bestand die Zeit eigentlich hauptsächlich aus Lernen. Als nächstes habe ich mir auch noch in Bad Wars Part 200, beziehungsweise haben wir uns vorgenommen, mehr wieder zusammen aufzunehmen, das heißt zu dritt. Und dadurch hatte ich noch weniger Zeit, weil ich euch nicht enttäuschen wollte, dass ich dann alleine aufnehme. Weil, wie gesagt, Tobi und Flori schreiben auch Klausuren, die sind auf der gleichen Schule wie ich, Tobi sogar in der gleichen Stufe, ja. Die schreiben auch Klausuren, die haben auch Training, wir müssen echt uns mal so Punkte, also Termine raussuchen, wo wir einfach zusammen aufnehmen. Das wäre, glaube ich, echt mal ganz praktisch, sowas zu organisieren. Aber Leute, das ist jetzt vorbei, die Klausurphase ist vorbei und allgemein habe ich ziemlich viel geplant. Mit Tobi jetzt habe ich das noch nicht so richtig abgesprochen, aber das wird schon passen, weil hauptsächlich betrifft es eher so die Qualität unseres Kanals, denn ich habe viel geplant im Bereich Gaming, aber auch viel geplant im Real-Life-Bereich, das ist sowohl als auch, es wird schön viel Abwechslung geben auf unserem Kanal in diesem Jahr, in diesem 2016, denn wir machen jetzt quasi nochmal so einen theoretischen Neustart unseres Kanals. Also, wir löschen keine Videos oder so, macht euch keine Sorgen. Aber seht es als Neustart an. 2016 soll jetzt ein echt geiles Jahr werden mit echt viel tollen Sachen und vielen geilen Videos. Und die
das Hauptmerkmal der Verbesserung liegt da auf der Qualität. Die wird sich extrem stark verbessern, denn ich will jetzt mehr nach dem Motto Qualität vor Quantität arbeiten. Das heißt, nicht mehr unbedingt jeden Tag ein Video rausbringen, aber dafür qualitativ hochwertige Videos rausbringen. Dafür, das ist natürlich dann automatisch, dass man sich halt mehr Mühe beim Schnitt geben muss, mehr Mühe beim Aufnehmen, aber vor allem mehr Mühe beim Schnitt, das ist das Wichtigste. Das heißt, es nimmt viel mehr Zeit in Anspruch, aber wie gesagt, dann eben Qualität vor Quantität. Ein gutes Beispiel dafür ist, langweilige Szenen zu überspringen. Das heißt in Bad Wars, wenn man sich zum Beispiel in die Mitte baut oder so, einfach Szenen, wo nichts passiert, wenn man gestorben ist und sich komplett neu equippen muss. Sowas einfach zu überspringen, sowas wegzucutten oder halt schneller zu machen mit einer Timelapse, das seht ihr übrigens auch schon hier in dem Gameplay, habe ich teilweise auch schon angefangen ein bisschen rumzuspielen, weil ich jetzt auch Adobe Premiere Pro habe. Ja, genau. Allgemein die Videoqualität und die Audioqualität wird sich verbessern. Da gebe ich mir jetzt auch immer Mühe. Vor allem auch bei Ark. Ark war so ein Spiel, da war ich nie so richtig zufrieden mit. Versuche ich jetzt auch wesentlich besser zu machen. Ich habe eine Aufnahme noch, die ist noch auf dem alten Stand, aber danach werde ich versuchen, alles in einer wesentlich höheren Qualität. Also jetzt nicht unbedingt Videoqualität, weil es läuft auf meinem PC einfach noch nicht so gut. Aber einfach die Qualität des Gameplay ist die Qualität, den Unterhaltungswert einfach höher zu bringen und damit ich einfach zufrieden damit bin und ihr auch Spaß dran habt. Dann soll es wieder mehr Facecam-Aufnahmen geben. Das war jetzt wegen dem Winter, da war es immer dunkel, ich habe keine Softboxen. Ich kann halt ohne Beleuchtung keine Facecam-Aufnahmen machen, aber ihr seht schon, jetzt kriege ich es langsam wieder hin. Und da will ich jetzt auch ordentlich Gas wieder geben, also auf jeden Fall viel Facecam, das macht mir Bock, das macht Bock, sich sowas anzugucken, wesentlich mehr als einfach nur ein stumpfes Gameplay, und darauf habe ich auch richtig Lust. Dann nächster Punkt ist, dass wir auch mal mit anderen YouTubern das aufnehmen wollen, einfach wieder um mehr Leute reinzukriegen, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Das macht einfach mehr Spaß für euch, glaube ich. Und der größte Punkt, also der Punkt, der mich am meisten betrifft, der auf den ich mich am meisten freue, ist der Real-Life-Teil. Das will ich öfter machen. Ich will Vlogs machen, nicht jetzt, wenn ich hier nichts mache, aber wenn ich irgendwas Cooles mache, will ich Vlogs machen. Ich hole mir neues Equipment dafür. Ein gutes Beispiel ist die GoPro, die ich mir holen werde. GoPro Hero 4 wahrscheinlich in der Black Edition. Das heißt, das Beste, was es so an GoPros an einer GoPro im Moment gibt. Und apropos GoPro, bald sind Ferien, Leute, und ich will die GoPro noch vor den Ferien haben, das hat einen bestimmten Grund. Bei den Ferien fahren wir von der Schule jetzt, also es ist so eine private Schulfahrt, sage ich mal, nach Österreich zum Snowboarden bzw. Skifahren, bei mir jetzt Snowboarden. Aber Tobi kommt zum Beispiel auch mit, der fährt Ski. Und da will ich die GoPro haben, einfach um ein paar geile Aufnahmen davon zu machen, die ich dann einfach am Ende in einem Video perfekt zusammenfassen kann, so einfach ein bisschen schneiden und dann ein Video daraus klatschen, eventuell auch zweimal gucken, aber keine täglichen Vlogs auf keinen Fall. Ich will, wie gesagt, nach dem Motto arbeiten, Qualität vor Quantität, und dann lieber ein richtig geiles Video machen, anstatt 7 nicht so geile. Und da werde ich die GoPro auf jeden Fall da mitnehmen. Freue ich mich echt drauf, können Tobi und ich zusammen ein bisschen filmen, wird auf jeden Fall geil. Und in diesem Jahr sind auch viele weitere Trips geplant, also sowohl familiär, als auch von der Schule. Das heißt, es gibt viele weitere Vlogs auch in diesem Jahr, da freue ich mich auch drauf. Und noch ein großer Punkt ist, dass ja quasi ein Neustart ist, also haben wir jetzt uns so gesagt, brauchen wir auch ein neues Intro und ein neues Design, Leute. Ja, wir müssen uns vom Intro trennen, das Intro ist so ein cooles Intro. Vielen Dank nochmal an Type Arts an dieser Stelle. Aber wir brauchen ein neues, weil das ist ein Neustart. Und wir haben noch ein paar in petto, und wir wollen aber auch neue Intros. Vielleicht Type Arts, wenn du das siehst, vielleicht hast du Bock, ich schreibe dich auch nochmal an. Und auch andere Designer oder ihr, falls ihr sowas drauf habt, könnt das natürlich gerne machen. Dann einfach auf YouTube ein Video hochladen, wo dann steht Intro, Hashtag CopsupLP oder so. Oder einfach eine private Message schicken, geht natürlich auch. Einfach uns darauf aufmerksam machen. Und da wird es eine Intro-Abstimmung geben. Das heißt, ihr könnt entscheiden, welches Intro wir nehmen sollen. Und ja, wie gesagt, unter den ganzen Umständen wird es einfach keine täglichen Videos mehr geben können. Aber ich nehme vor, mindestens 3 Videos pro Woche zu machen. Qualität vor Quantität, wie gesagt.
Ja, ich hoffe dann, dass ihr immer noch am Start seid, weil sich das Video jetzt langsam zu Ende neigt und dass euch die geplanten Änderungen gefallen. Ich freue mich enorm, wieder YouTube zu machen. Also das ist echt, die Motivation bei mir ist jetzt einfach im Moment echt riesig und ich habe echt Bock drauf, wieder Videos regelmäßig zu machen. Ja, dann danke fürs Zuschauen, liebe Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch mal ein Like da. Zeigt uns eure Unterstützung. Like das Video, kommentiert es. Und falls euch die angesprochenen Themen ansprechen, dann abonniert doch unseren Kanal, um einfach gar nichts mehr zu verpassen. Wie gesagt, wir sehen uns dann beim nächsten Video, Leute. Haut rein und ciao.